Gegenwart sein dürfen, Jesus, weil du gekommen bist und weil du auferstanden bist und weil du lebst. Heilig, heilig, heilig bist du, Jesus. Und wir danken dir für dein heiliges, geschriebenes, wunderbares Wort. Und wir beten, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet für dieses wichtige Thema heute Morgen. Ich danke dir, Herr, für Offenbarung und für Freisetzung in Jesu Namen. Amen. Amen. Ein paar Leute von euch werden heute Morgen frei. Und ich sage euch gleich, wovon. Aber wir sind immer noch an der Serie Freigesprochen. Freigesprochen. Sag mal, freigesprochen. Sag mal, ich bin freigesprochen. Okay, dafür ist Karfreitag da, weil Jesus hat mit seinem Blut bezahlt, dass du frei sein kannst. Ein freier Himmelsbürger. Amen. Und Ostern ist auferstanden. Und wir haben an Ostern darüber geredet, wozu Jesus auferstanden ist. Wozu nämlich? Für? Okay, alles richtig. Damit du freigesprochen werden kannst. Amen. Das heißt, in Römer heißt es 4,25, glaube ich, zu unserer Rechtfertigung. Mit anderen Worten, damit du die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus wirst und bist. Amen? Amen. Gut, und während wir uns vorbereitet haben, haben Cornelia und ich empfunden, wir sollten mal über dieses Thema reden, das dich, obwohl du gerecht bist, daran hindert, etwas von Gott zu empfangen. Das dich daran hindert, kühn zu Gott zu kommen, obwohl du die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus bist. Und das ist das uralte Sündenbewusstsein. Diesen Ausdruck werdet ihr öfters hören heute Morgen. Das Sündenbewusstsein ist wie ein Schleier, wo du dann Jesus nicht sehen kannst, wo du deine Dinge nicht richtig empfangen kannst, wo du Jesus auch nicht richtig hören kannst, weil dieses Sündenbewusstsein da ist. Und darüber wollen wir jetzt heute Morgen ein bisschen reden. Um dieses Ding endlich aus deinem Leben zu verbannen. Das ist unser Ziel. Okay, also geh mal zu Esra 9, Vers 15. Weißt du, wo das ist? Auf Seite 643. Wer es auf Seite 643 findet, sag's mir, dann weiß ich, welche Bibel das ist. Ich habe es nämlich nicht nachgeguckt. Alright, aber Esra, da heißt es, in Vers 15, wir lesen nur diesen einen Vers. O Herr, Gott Israel, du bist gerecht, denn nur wir sind übrig geblieben und entronnen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden. In unseren Schulden. Denn darum vermögen wir vor dir nicht zu bestehen. Was Sündenbewusstsein tut, es hindert deinen Stand vor Gott. Es hindert dich, vor Gott zu stehen. Das erklären wir gleich noch ein bisschen mehr. Also der Zusammenhang hier von diesem Vers ist, Esra spricht von Menschen, die vor Gott nicht bestehen können, weil sie gesündigt haben. Weil sie bewusst, sag mal bewusst ungehorsam waren. Weil sie mit Absicht gegen Gott gegangen sind. Weil sie mit Absicht die Gebote und die Weisungen Gottes übertreten haben. Zum Beispiel eins, Gott hat gesagt, ihr sollt euch keine Frauen nehmen von den Heidenvölkern. Was haben sie gemacht? Sie haben sich Frauen genommen von den Heidenvölkern. Und so weiter und so fort. Und das mit Absicht. Die haben nicht so per Zufall gesündigt, sondern sie haben das über Jahre immer wieder gemacht. Und jetzt sind ein paar doch entronnen aus dem Gericht und sie sagen, wir konnten nicht vor dir bestehen wegen unserer Sünde. Gut. Wenn du die Gerechtigkeit Gottes bist in Christus Jesus, dann sind alle deine Sünden weg. Aber manchmal bleibt ein Sündenbewusstsein. Du denkst, du hast Sünde, obwohl du keine hast. Und dieses du denkst, du hast Sünde, obwohl du keine hast, das hindert dich zu empfangen von Gott. Und das wollen wir heute näher betrachten, damit wir es ausreißen können und wegschmeißen können. Also nicht vor Gott zu bestehen heißt, nicht wörtlich bestehen heißt, nicht fortsetzen. Mit anderen Worten, du hast mit Jesus angefangen, und durch dieses Sündebewusstsein setzt du deine Beziehung, deine enge Beziehung zu Gott nicht weiter fort, weil dieses Ding dir im Weg ist. Oder noch weiter heißt, bestehen heißt auch nicht wohnen. Du kannst vor Gott nicht wohnen. Es gibt in dem Psalm, wo es heißt, ich wohne in der Gegenwart Gottes. Ich wohne in deinem Tempel, o Herr. Wenn dieses Sündebewusstsein da ist, dann kannst du da nicht wohnen, weil es dich hindert, da zu wohnen. Oder nicht anwesend sein ist ein weiteres Wort.
aus dem Griechischen für bestehen. Oder nicht verweilen. Es hindert dich, in Gottes Nähe zu verweilen. Du fühlst dich da nicht wohl. Du gehst schnell rein und gehst schnell wieder raus. Aber Gott will, dass du in seiner Gegenwart verweilst, weil er dich die Gerechtigkeit Gottes gemacht hat in Christus Jesus. Aber dieses Ding, Sündenbewusstsein, treibt dich immer wieder weg, treibt immer eine Wand zwischen dich, ein Schleier zwischen dich und Gott. Also, zwar bist du gerettet, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Du gehst in den Himmel, weil Gott dich gerecht gemacht hat. Aber dieses Sündenbewusstsein hindert dich hier auf dieser Erde, voll mit Gott zu gehen. Okay, also, es ist ein Unterschied zwischen ich habe gesündigt oder ich habe Sündenbewusstsein. Genauso wie ich bin schuldig, zum Beispiel, weil ich zu jemandem gemein war und ihn verleumdet habe und ihn niedergemacht habe, weil ich gesündigt habe. Oder ich denke oder ich fühle mich schuldig. Das ist ein Unterschied. Ob du dich so fühlst oder ob du es bist, ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich kein Millionär bin oder ob ich mich nur danach fühle. Ja. Mein Vater, wir hatten einen Bauernhof und manchmal haben wir unser Rind verkauft oder unsere Schafe verkauft. Und dann hat sich so angefühlt, wie wenn mein Vater ein Millionär war. Dann konnten wir alles haben. Er hat das Geld in der Tasche und wir konnten alles kriegen. Am nächsten Tag war das alles wieder vorbei. Es ist ein Unterschied, ob du dich als Millionär fühlst oder einer bist. Es ist das Gleiche mit der Schuld. Es ist ein Unterschied, ob du wirklich schuldig bist oder ob du dich nur danach fühlst. Also mit anderen Worten, mit meinem Beispiel, wenn du zu jemandem gemein warst, wenn du jemanden verleugnet hast und du hast Buße getan, du hast dich sogar bei diesem Mann entschuldigt, dann bist du wieder rein. Da ist nichts. Aber manchmal hast du ein schlechtes Gewissen. Oder manchmal sagt der Feind, du hast nicht genug Buße getan. Und dann tust du nochmal Buße und du tust nochmal Buße und dann hast du 100-mal Buße getan. Schuldenbewusstsein, Sündenbewusstsein ist das Gefühl, obwohl ich 100-mal Buße getan habe, ich bin immer noch nicht würdig, von Gott zu empfangen. Und das Ding wollen wir erledigen. Amen. 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 Halleluja. Also, mit anderen Worten, wenn du gesündigt hast, hast du offene Türen. Und der Feind kann von dir rauben. Jetzt pass auf, und das ist das Fiese an der Sache. Wenn du Sündenbewusstsein hast, wenn du denkst, du hast gesündigt, dann kann dich der Feind auch berauben. Obwohl das gar nicht darf. Aber er kann, weil du dieses falsche Bewusstsein hast. Okay, gut. Also, durch Sündenbewusstsein ist unsere Beziehung zum Vater gestört. Durch Sündenbewusstsein hatten wir ein falsches Vaterbild. Viele Christen haben ein falsches Vaterbild, weil sie ihr irdisches Vaterbild auf den himmlischen Vater projizieren. Hallo. Ich weiß, dass von uns allen hier nicht alle den perfekten Vater hatten. Ja. Ich kann von meinem sagen, dass er ein sehr guter Vater war. Und ich habe sehr viel Gutes mitgekriegt. Ja. Das hat nicht jeder. Also das Problem ist, wenn wir dieses Vaterbild, was vielleicht nicht hundertprozentig ist oder sehr schlecht war, dann auf Gott projizieren. Das hindert uns unsere Beziehung zu Gott. Oder man fühlt sich nicht würdig. Oder vielleicht hat eine Religion dir ein falsches Bewusstsein oder eine Religion hat ein Sündenbewusstsein in dir produziert. Ja? Zum Beispiel kann ich mich erinnern, ich bin als katholischer Junge immer zur Beichte gegangen. Oft muss ich meinen Vater oder meine Mutter drängen, weil ich dann so unangenehm. Dann muss ich meine Sünden erwähnen. Und weißt du was? Immer wenn ich aus dem Beichtstuhl kam, habe ich gedacht, wenn ich morgen wieder etwas Falsches mache, dann bin ich wieder ein Sünder, bis ich dann an Ostern wieder zur Beichte gehe. Also du lebst eigentlich als Katholik immer als Sünder. Weil die nächste Beichte ist immer 2 Monate weg oder 3 Monate weg. Dieses Bewusstsein. Also eine Religion kann dich daran hindern, ganz zum Vater zu kommen. Gott sei Dank haben wir keine Religion. Wir haben Christus. Amen. Gut. Sündenbewusstsein ist dieses dumpfe Gefühl, irgendwo ist doch noch Sünde. Irgendwie bin ich doch noch nicht so ganz im Reinen mit Gott. Irgendwann kommt der Hammer. Man kann nie wissen, was Gott tut.
freu dich nicht zu früh. Jetzt hast du ein Baby gekriegt, du bist frisch verheiratet. Freu dich nicht zu früh. Der Hammer wird irgendwann kommen. Der Teufel ist ein Fiesling. Und auf dem größten Glück kann er dir einreden, pass auf, es geht gleich wieder runter. Das ist die Börse, die macht so. Aber Jesus Christus ist stabil wie ein Fels. Come on, Halleluja. Praise the man, wow. Ihr seid ready, man. Super. Okay, also es stört deine Beziehung zu Gott. Dieses Sündenbewusstsein hindert dein Gebetsleben. Dieses Sündenbewusstsein hindert dich, mit Gott zu reden. Also du kommst dann ungefähr so vor Gott. Gott, ich komme zu dir, ich habe morgen eine Matheprüfung. Ich habe zwar gelernt, aber ich weiß, könntest du mir ein bisschen helfen? Könntest du mir ein bisschen helfen? Ich getraue mich nicht hochzuschauen, weil ich bin so unwürdig. Das macht Sündenbewusstsein. Wenn du die Gerechtigkeit Gottes bist in Christus Jesus, dann sagst du, Vater im Himmel, ich weiß, du hast gesagt, bittet und wird euch gegeben. Ich bete dich, dass der Heilige Geist mir hilft, diese Prüfung zu schreiben und mir alles in Erinnerung bringt und ich werde morgen eine gute Matheprüfung haben. Und ich werde nicht mal nervös sein, weil die Gerechtigkeit Gottes in mir ist am Wirken. Merkst du den Unterschied? Der Teufel will immer dich niedermachen. Dieses Sündenbewusstsein, wenn du schon gerecht bist jetzt, dann will er dir noch ein bisschen was nachwerfen. Dann hab doch wenigstens ein bisschen schlechtes Gewissen für die Sünde, die du vor 45 Jahren gemacht hast. Gell? Und die war 20 Jahre vor deiner Bekehrung. Aber ich mache dir jetzt ein schlechtes Gewissen. Und das kann der Feind sehr gut. Die Bibel sagt, wir sind not ignorant of his devices. Wir kennen den Feind, egal wie lange du Christ bist. Der Feind schafft es immer wieder, dich irgendwie in Verdammnis bringen zu wollen. Oft schafft er es sogar. Und gerade wenn du mit Krankheit kämpfst oder mit anderen Sachen kämpfst und gerade viel Kampf hast, dann kommt der Feind erst recht und sagt, genau wegen dem wird dein Gebet jetzt nicht erhört. Obwohl du schon 150 Mal Buße getan hast für das. Jesus. Halleluja. Also, du hast weiter im Gebetsleben, wenn du Sündenbewusstsein hast, dann hast du keine Lust zu beten. Gebet fühlt sich trocken und leblos an. Stimmt? Auswirkungen des Sündenbewusstseins auf das, wie du von Gott empfangen kannst, ist das Nächste, was wir kurz anschauen werden. Einfach auf das, was du empfangen kannst von Gott. Zum Beispiel, du fühlst dich unwürdig, irgendwas zu empfangen. Wir waren in Sibirien, durften wir einen Glaubensgrundkurs machen. Halleluja. Wir haben in ganz Russland Glaubensgrundkurs gemacht. Das war der Highlight of our life. Und ich mache immer noch gerne Glaubensgrundkurs. Ich habe gerade zu Cornelia gesagt, nächstes Mal will ich auch wieder dabei sein. Zweimal war ich dabei. Aber ja, okay. Ihr habt das sehr gut gemacht. Also, da war eine Frau, und die war schon länger Christ. Und die war sehr eifrig. Die ist uns wirklich auch an den Lippen gehangen. Und dann, wenn es zur Geistestaufe kam, zu empfangen von Gott, dieses Sprachengebet und die Erfüllung im Heiligen Geist, haben wir immer für sie gebetet. Und am Schluss hat sie immer gesagt, nein, nein, nein. Und dann haben wir sie wieder gelehrt. Und dann am Schluss hat sie wieder gesagt, nein, nein, nein. Es geht einfach nicht. Weil sie sich immer unwürdig gefühlt hat, die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Sie war gerecht, hat alles in der Bibel geglaubt. Aber dieses Bewusstsein, es bin nicht würdig, das zu empfangen, hat sie immer ausgebremst. Da war eine andere, und die war so ein bisschen eine lauwarme, entschuldigt den Ausdruck, Tante. Und die hat auch ein bisschen rumgegossipt. Und der haben wir erklärt, so empfangen man die Geistestaufe, sagt sie, okay, bet für mich. Und das sofort empfangen. Denke, wie kommt das und wie kommt das? Die dient Gott schon so lange und du bist so ein neuer Spund und weißt nicht, was oben und unten ist. Und die empfängt, warum? Weil der andere fühlte sich nicht würdig, von Gott zu empfangen. Fühlte, sag mal fühlte. Siehst, da kommt schon das nächste Problem. Wenn wir nicht auf das Wort uns basieren, sondern auf das, was wir fühlen, dann haben wir schon verloren. Weil da im Gefühlsraum ist der Feind und sind Dämonen und was auch immer, sind Umstände. Aber im Wort kannst du stehen wie ein Fels. Amen? Amen.
Praise God. Also, weil die Hand Gottes ist immer ready zu geben. Egal wie, egal wo. Gott wird immer für dich sein und dir geben wollen. Ob es eine Geistestaufe ist, Taufe im Heiligen Geist, ob es Finanzen sind, ob es Job ist, ob es Partner ist. Gott ist immer ready zum Geben. Geh mal Psalm 84, Vers 11. Psalm 84, Vers 11. So ein guter Vers. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen seinen Gerechten. Bist du gerecht? Ja. Wer ist gerecht heute Morgen? Wer hat Jesus im Herzen? Dann bist du gerecht. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und Gott sagt, er wird dir kein Gutes mangeln lassen. Nichts. Null. Luther sagt fromm, andere Bibeln sagen gerecht. Wenn du gerecht gemacht bist, dann hat Gott jeden Segen der Welt, den du dir ausdenken kannst. Und du kannst jederzeit kühn zu Gott kommen. Natürlich die Urlüge, womit wir am meisten kämpfen, oder wo der Kampf am offensichtlichsten ist, dieses Schuldbewusstsein oder dieses Sündenbewusstsein kommt am schnellsten zum Vorschein, wenn jemand krank ist und für Gesundheit beten will und für Heilung beten will. Und dann kommt der Feind, du bist noch nicht reif für das. Du bist noch nicht reif für das. Du bist noch zu jung für das. Du bist schon zu lange krank. Und der Feind wird irgendeinen Dreck auf dich schmeißen, irgendein Schuldbewusstsein, damit du gehindert bist, nicht zu empfangen. Lass ihn nicht länger reden. Sag, Feind, weißt du was? Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist für mich auferstanden. Er hat mir seine Gerechtigkeit gegeben. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Halleluja. Preis dem Herrn. Also, Halleluja. Gut, hier ist noch mehr, aber das überspringen wir jetzt. Gut, dann das Zweite, was kommt, und jetzt kommt noch was Typisches. Du hast, wenn du Sündenbewusstsein hast, dann hast du einen schweren Stand gegen den Feind oder es hindert deinen Stand gegen den Feind. Es heißt in der Bibel, der Feind geht herum und sucht, wen er verschlingen könnte oder wen er anschuldigen könnte oder wenn er sagen könnte, du bist zu wenig würdig, das hast du nicht verdient. Nein, nicht für dich, er sucht. Aber wenn wir die Gerechtigkeit Gottes sind in Christus Jesus, dann können wir sagen, im Psalm 84, Vers 11 steht, der Herr wird nichts Gutes mangeln lassen wegen meiner Gerechtigkeit, die Jesus mir gegeben hat. Aber der Feind versucht, dich abzulenken von dem, was das Wort sagt, und er schüttet dir ein bisschen Dreck drauf. Okay? Da gibt es ein biblisches Beispiel im Alten Testament, lesen wir über Achans Sünde. Wir lesen nur zwei Verse. Bei der Einnahme von Jericho. Also, Gott hat gesagt, Israel, nimm Jericho ein. Ich habe es in eure Hand gegeben. Und ihr wisst, dann sind sie siebenmal rundum. Aber eins müsst ihr aufpassen. Ihr dürft nichts von dem Gold und dem Silber, keine Beute, nichts. Diesmal gibt es keinen Plunder. Ihr lasst alles liegen und es wird alles verbrannt. Was macht Achan? Er hat geklaut. Genau, so muss man das sagen. Er hat geklaut und hat ein bisschen was auf die Seite und sieht ja keiner. Ein bisschen Silber, ein bisschen Gold, irgendwann packe ich das dann aus. Man muss ja gucken, wo man hinkommt. Jeder muss für sich selber schauen, oder? Genau. Und dadurch kam Sünde ins Camp. Und bei der nächsten Eroberung, beim nächsten Mal, als sie die nächste Stadt hätten einnehmen sollen, nämlich Ai, haben sie verloren. Und 36 Israeliten mussten sterben, weil Achan geklaut hat, wegen dieser Sünde. Das war nicht üblich. Wenn Israel mit Gott auszog, dann haben sie immer gewonnen. Und haben sie immer den Sieg gehabt, weil sie gerecht waren. Das gab es damals noch nicht, aber ich sage es mal neutestamentlich. Okay, aber jetzt war Sünde im Camp. Und diese Sünde hat sie gehindert, gegen den Feind zu stehen. Den Feind zu überwinden, den Feind zu besiegen. Die Bibel lehrt ganz klar, dass der Feind ist unter deinen Füßen.
Du hast Autorität über den Feind, über seine Krankheit, über seine Armut, über seinen geistlichen Tod, über seine Verdammnis. Du hast als Gerechtigkeit Gottes schon den Sieg. Aber der Feind versucht dich mit Sünde oder mit Sündenbewusstsein daran zu hindern, ihn zu besiegen. Und wenn er dich verdammen kann, dann hat er es geschafft. Dann hast du keine Zuversicht, dann kannst du vor dem Feind nicht bestehen. Yes. Okay. Also deshalb, wir kürzen ein bisschen ab aus Zeitgründen. Wenn wir sündigen, was tun wir dann am schnellsten und am besten? Buße tun. Und werden gleich Abendmahl feiern. Und Abendmahl ist immer so ein guter Checkpoint, wo er sagen kann, Herr, ist mein Herz rein vor dir? Gibt es irgendwas? Habe ich jemand verleumdet? Habe ich über jemanden negativ geredet? Habe ich Silber und Gold geklaut? Ich glaube, das ist keine große Gefahr hier drin, aber wer weiß. Und da tust du Buße. Und wenn du es mir geklaut hast, bring es zurück. Die Bibel lehrt Wiedergutmachung. Okay. Also, und wenn wir Sündenbewusstsein haben, dann müssen wir das schnell ablegen. Und dafür ist diese Predigt. Diese Predigt ist nur dafür da, um dir zu zeigen, wie Sündenbewusstsein dich hindert. Damit du es erkannst. Und wenn du es mal erkannt hast, dann kannst du, nein, Teufel, nicht mit mir. Dieses Ding hast du mir jetzt 20 Jahre verkauft, das wirst du mir nicht länger verkaufen. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Hau ab. Okay? Und wie das geht und mehr dazu, da hört ihr dann nächsten Sonntag. Weil ich kann, wir können das nicht, sonst müsst ihr eine Bibelschule machen heute. Dann würde ich Cornelia vorholen, die hat nämlich dieses Fach an der Bibelschule. Und dann würde sie euch lehren, zack, 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 wie man das durchschneidet. Alright. Also, aber wenn Sündenbewusstsein da ist oder wenn Sünde da ist, dann kann der Feind dich angreifen. Dann hast du offene Türen. Je nachdem, was es ist und wie lange das schon ist, sagst du, Feind, ich glaube schon an Jesus, aber du kannst jetzt von mir rauben, was du willst. In deinen Beziehungen, in deinen Finanzen, in deiner Gesundheit. Der Feind kann dir deine Freunde rauben, wenn du offene Türen hast. Pass auf, ich sage nicht, du hast Sünde. Und ich sage noch nicht mal, du hast Sünde im Bewusstsein, wenn du krank bist. Das ist was anderes. Ich weiß nicht, warum du krank bist. Aber ich weiß als Pastor, dass ein Grund, warum die Leute Heilung nicht empfangen können, ein Grund ist dieses alte Sündenbewusstsein. Okay. Gut. Letzte negative Auswirkung von Sündenbewusstsein ist, es hindert deinen Stand sogar mit Menschen. Sündenbewusstsein kann von eigenen Sünden kommen oder es kann von Sünden kommen, die andere an uns begangen haben oder wir uns einreden. Ich sage euch, was ich meine. Der Feind ist immer sofort da mit Sündenbewusstsein. Er ist immer sofort da mit Anklage, egal was passiert. Und sogar, wenn es dir am dreckigsten geht, dann tut er am liebsten Schutt auf dich schütten. Meine Mutter ist Mitte 40 verstorben. Zu hoher Blutdruck. Mitte 40 ist sie zum Herrn gegangen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das so ist, aber man hat mir nachträglich gesagt, dass in ihrer Kur eine gläubige Schwester war. Und zwar so eine Schwester, mit sowas. Und wir haben irgendwie gehört, über die Ecken gehört, dass diese Schwester meine Mama zum Herrn geführt hat. Aber ich bin nicht sicher. Ja. Aber meine Mutter ist gestorben, als sie Mitte 40 war, von 6 Kindern. Am Bauernhof und 6 Kinder, mein Vater war allein. Und ich weiß nicht, ob sie in der Nacht war oder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Hat jemand von unserer Verwandtschaft gesagt, ja, sie hätte halt auch nicht 6 Kinder haben dürfen. Dann wird sie jetzt noch leben. Ich war der Vierte. Vielen Dank. Wenn meine Schwester Hildegard das gehört, das ist die Nächste, oder meine jüngste Ritter das gehört hätte, was hätten die gedacht? Siehst du, in größter Trauer kommt der Feind und schmeißt etwas auf dich, was ein Leben lang dich hindern wird. Thank God for the word of God.
Danke, Herr, für die Bibel. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Mit der Gerechtigkeit ist es so, Jesus hat gesehen, dass wir aus eigener Kraft, aus eigenem Glauben, aus eigener Gerechtigkeit niemals seine Verheißungen erben werden. Nie und nimmer. Der Feind wird es immer schaffen, uns wieder zu verdammen. Der Feind wird uns immer wieder in die Pfanne hauen. Da hat Jesus gesagt, weißt du was? Es reicht mir mit diesem Feind. Diese Leute werden Gerechtigkeit nie erreichen. Ich gehe runter, ich gehe ans Kreuz, ich werde auferstehen und ich impfe diese Gerechtigkeit in sie rein, damit sie nie wieder weggeht. Damit sie jederzeit kühn zu Gott kommen können und zu sagen können, Herr, du bist mein Helfer. Also lass dich nicht verdammen. Lass dich nicht verdammen. Es gibt Leute, die wurden missbraucht. Es gibt Leute, die hatten eine sehr schlimme Kindheit. Es gibt Leute, die hatten irgendwelche andere schwierige Trauma in ihrem Leben. Und die Folge davon ist dann auch dieses Verdammnisgefühl. Oder ich bin schuld. So wie ich mit meiner Mama. Ich bin schuld, dass meine Mama gestorben ist. Ja? Und das artet dann manchmal aus in Manipulation, in Krankheiten, in Migräne. Und Sündenbewusstsein kann genau der Grund sein für Manipulation, für Krankheit, für Migräne, für was auch immer. Und deshalb ist dieses Thema so wichtig. Und deshalb haben wir diese Serie angeordnet, freigesprochen. Unser Ziel ist, dass du am Ende dieser Serie weißt, dass du ein Kind Gottes bist und dass du die Gerechtigkeit Gottes bist in Christus Jesus. Und wenn du das noch nicht kapiert hast nach dieser Serie, dann komm in den Glaubensgrundkurs. Da lernen wir das nochmal. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Du musst kein Sündenbewusstsein mehr haben. Wir wissen jetzt, was Sündenbewusstsein tut. Es hindert dich vor Gott, es hindert dich vor dem Feind und es hindert dich vor Menschen sogar. Ich denke auch manchmal Leute mit sehr, sehr wenig Selbstwertgefühl. Die haben noch nicht kapiert, wer Gott wirklich ist. Und was Gott sie wirklich gemacht hat. Weißt du, wenn ich ein Häufchen Elend bin und wenn ich nichts wert bin und wenn ich mich so fühle, als ich der Letzte bin vom Letzten, dann hat Gott mich immer noch die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus gemacht. Ich habe Gottes Natur in mir. Nur schon wegen Gottes Natur in mir kann ich kühn auftreten und habe ein gesundes Gottesbewusstsein. Amen. Was wichtiger ist als ein Selbstbewusstsein. Okay, also, und jetzt, wie bringt man dieses Selbstbewusstsein, dieses falsche Sündenbewusstsein wieder weg? Zwei Dinge. Du brauchst ein Bad. Nicht ein Bad im Selbstmitleid. Hallo? Wir können nicht beeinflussen, immer was unsere Eltern gemacht haben oder was sie nicht gemacht haben. Du kannst auch nicht beeinflussen, was dein Chef macht oder nicht macht. Aber du kannst aufstehen und sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und du kannst dich baden im Heiligen Wort der Schrift. Und dann wirst du immer mehr das werden, was die Schrift sagt. Auch hier und auch hier. Im Herzen bist du schon. Jesus hat dich das gemacht. Du bist gerecht. Aber dein Sinn, dein Verstand muss das kapieren. Und das Zweite, was du brauchst ein reinigendes Bad im Wort Gottes jeden Tag. Und dann Römer, du brauchst Erneuerung deines Sinnes. Du musst lernen, so über dich selber zu denken, wie Gott über dich denkt. Und mehr darüber und wie das geht, das erfahrt ihr nächsten Sonntag in der Predigtreihe freigesprochen. Amen. Mit anderen Worten, das kannst du bis dahin schon üben, brauchst täglich etwas Bibel. So wie du Seife und Zahnpasta brauchst, brauchst du täglich Bibel. Sag mal Bibel. Guck mal deinen Nachbarn mit so großen Augen an und sag, du brauchst täglich Bibel. Halleluja. Halleluja. Durch das täglich Bibel lernst du, falsches Denken abzulegen. Du kannst neues Denken annehmen. Du kannst falsches Bewusstsein, du kannst falsches Bewusstsein ablegen. Und du kannst neues Bewusstsein annehmen. Sündenbewusstsein verschwindet und Gerechtigkeitsbewusstsein kommt, wenn du die Bibel liest und wenn du täglich badest im Wort Gottes.
Okay, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Worship Team, komm nach vorne, seid so gut. Du kannst lernen, als Gerechtigkeit Gottes zu denken, zu sprechen und zu handeln. Und dann wirst du die Gerechtigkeit oder die Früchte der Gerechtigkeit leben, essen, trinken, schlafen, erben, was auch immer. Du wirst all das Gute, was Gott für dich schon lange erkauft hat, erleben, weil du die Gerechtigkeit Gottes bist in Christus Jesus. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Ich habe zum Schluss ein tricky Statement. Ein schwieriges Statement. So, du kannst an Gerechtigkeit Gottes leben, so wie wenn Jesus dich von all diesen Sünden freigesprochen hätte. So wie wenn Jesus dich von all diesen Sündenbewusstsein gereinigt hätte. Weil er hat. Er hat dich schon gereinigt. Dein Herz ist rein. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Es muss nur jetzt in deinen Sinn kommen, was du bist. Und dann wirst du auch so handeln und so sein. Lass uns aufstehen. Halleluja. Wenn du das Sündenbewusstsein los wirst, wenn wir wissen, wer wir sind in Christus, wenn wir verstanden haben, dass wir die Gerechten sind, dann werden wir als Gerechte handeln, denken und leben. Und zum Abschluss, den letzten Vers, guck den mal an. Das ist ein guter Vers, der kann dir helfen. Die Gottlosen fliehen, wenn niemand sie verfolgt. Oder man könnte sagen, die Sündenbewussten rennen, weil auch wenn kein Grund dafür ist. Jetzt guck mal. Aber die Gerechten sind kühn wie ein Löwe. Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Praise God. Okay, lass uns mal alle Augen schließen. Will kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du für uns bezahlt hast, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir dieses Sündenbewusstsein ein für alle Mal erledigt haben. Danke für deine Gerechtigkeit, die du mir, die du jedem gegeben hast, der es annimmt. Jesus, ich bete, dass dein Heiliger Geist jetzt hier wirkt, am Livestream wirkt. Sollte jemand hier sein, der dich nicht kennt, der immer noch mit seinen Sünden kämpft, der immer noch mit seiner Verdammnis kämpft, weil er dich nicht kennt, so bete ich, dass du ihm die Augen öffnest. Herr Jesus, ich bete, dass die Menschen dich sehen jetzt. Weil du bist der Einzige, der uns von diesem Übel befreien kann. Du bist der Einzige, der uns die ewige Gerechtigkeit geben kann. Außer dir gibt es keine Gerechtigkeit, als die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Lass mich dich fragen, bist du heute hier oder bist du am Livestream dabei und hast noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen? Du hast diesen Namen Jesus noch nie ausgesprochen. Du hast noch nie gesagt, Jesus sei mein Herr. Jesus, ich nehme deine Gerechtigkeit an. Dann ist heute Zeit. Wir haben gebetet, dass du heute Morgen Jesus begegnest. Jesus ist hier und er bietet dir seine Gerechtigkeit an. Halleluja. Alle Augen geschlossen, ich werde schauen. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich möchte das. Hilf mir mit dem Gebet. Und ich werde dieses Gebet mitbeten. Schließe mich in dieses Gebet ein, das wir gerade sprechen werden. Halte deine Hand hoch und dann kannst du mit uns mitbeten. Halt jetzt mal deine Hand hoch, gerade jetzt. Ist jemand hier, der Jesus noch nicht kennt? Halt deine Hand hoch, gerade jetzt. Ist ganz wichtig. Ist deine wichtigste Entscheidung für deine Ewigkeit. Nicht nur für dein Leben, sondern für deine Ewigkeit. Amen. Ist jemand da? Okay. Gut, ich sehe von hier aus nicht alle Hände. Aber lass uns zusammen beten. Sag Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, für mich auferstanden bist, damit ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus, Jesus, sein kann. Ich nehme dieses Geschenk heute an. Jesus, komm in mein Herz. Ich glaube, dass du lebst und dass du auferstanden bist. Amen. 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 Wenn du das gebetet hast, hier oder zu Hause, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Wenn du das gemacht hast, dann möchten wir dir gerne helfen, die nächsten Schritte zu gehen.
mit Jesus, mit der Gemeinde, damit eine junge Pflanze wachsen kann und damit der Feind keine Sündenverdammnis mehr auf dich schütten kann. Amen. Amen. Gemeinde, lass dich nicht mehr verdammen. Wenn da Schuld ist in deinem Leben, dann leg sie heute ab, spätestens beim Abendmahl. Ja, wenn irgendwelche Schuld ist, leg sie ab. Wenn keine ist, leg sie auch ab. Nimm endlich an, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Das heißt mit anderen Worten, Jesus war gerecht, als er den Himmel verlassen hat. Und dann hat er die Sünde auf sich geladen, um für dich zu sterben. Aber du kriegst die gleiche Gerechtigkeit, die Jesus hatte vor dem Vater. Eingeimpft, wenn du Jesus annimmst. Die ist in dir. Du musst keine Verdammnis mehr annehmen. Du musst nicht mal nochmal 120 Mal um Vergebung bitten, damit du endlich empfangen kannst. Du kannst gleich empfangen, weil Jesus für dich gestorben und auferstanden ist. Dann fange an, in deine Gerechtigkeit zu leben. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Halleluja. Vielleicht beten wir dieses Gebet. Eine Entscheidung ist manchmal 90 oder manchmal sogar 100% der ganzen Sache. Halleluja. Wenn jemand hier ist und du weißt, ja genau. Genau, immer wenn ich beten will, dann kommt dieses alte Ding raus. Du bist zu wenig würdig. Immer wenn ich eine Weile bei Gott bleiben will und was Gutes empfangen kann in seiner Gegenwart, dann jagt es mich aus der Stille raus, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich genüge ihm nicht. Wenn du irgendwelches Sündenbewusstsein noch hast, obwohl du alle Sünden abgelegt hast, obwohl Jesus dir alles schon vergeben hat, dann mach heute eine Entscheidung und sag, ich lege dieses Schuldbewusstsein ab und ich komme zum Thron Gottes, mit Kühnheit. Und ich werde Gnade und Heilung und Finanzen empfangen, so wie jedes normale Kind Gottes. Weil du, Vater, bist mein Vater. Lass uns mal das zusammen sagen. Lass uns einander helfen. Sag, Vater im Himmel, ich lege jedes Schuldgefühl, Sündenbewusstsein heute ab. Es ist hinter mir. Ich bin gereinigt durch das Blut von Jesus Christus. Ich trete vor dem Vater mit einem reinen Herzen, mit klarem Verstand und klaren Sinn. Ich bin sein Kind. Für immer und ewig. Amen. Amen. Gut, dürft euch setzen. Preis dem Herrn. Gut, dann lasst uns zusammen Abendmahl feiern. Halleluja. Praise God.